Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder eine Buchvorstellung für euch und zwar eigentlich zu zwei Büchern, nämlich zum ersten Teil von Superia, das ist Das dunkle Licht der Gerben und zum zweiten Teil, das ist Im Windschatten der Lüge. Und ja, ich habe diese beiden Bücher direkt von der Autorin zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal Annemarie für das wahnsinnig tolle Paket. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Wenn ihr wissen wollt, was in dem Paket noch alles drin war, außer den beiden Schätzchen, dann schaut mal in meinem Weekly Reading Nummer 5 war es, glaube ich, vorbei, da packe ich das aus. Und ja, ich habe mich riesig drüber gefreut. Ich habe mich auch gefreut, als Annemarie mich angeschrieben hat und gefragt hat, ob ich die Bücher lesen möchte. Denn ich finde, Superia klang einfach nach einer Susi-Geschichte. Und deswegen habe ich auch zugesagt. Und ich habe die beiden Bücher gelesen. Und wie sie mir gefallen haben, das erzähle ich euch jetzt. Ich denke, wir machen das jetzt so, damit ich euch vom Inhalt nicht so viel verrate. Ich erzähle euch jetzt erstmal, worum es im ersten Teil geht, mit Inhaltsangabe und allem. Und zum zweiten Teil sage ich euch einfach erstmal nur meine Meinung und so einen groben Inhalt. So zwei, drei Sätze, damit ich euch nicht zu viel zur Geschichte verrate. Sonst spoilere ich euch ja das Ende vom ersten Teil und das möchte ich nicht. Also wir kriegen das schon irgendwie hin und ja, ich würde sagen, wir fangen mal wie immer an mit der Inhaltsangabe zum ersten Teil. In Superia, das dunkle Licht der Gerben, geht es um Amelia. Ich habe das Buch jetzt mal da hinten hingestellt, da fuchtel ich hier nicht die ganze Zeit damit rum. Und Amelia ist eine Superia, aber sie ist eine Superia mit minderwertigen Gaben. Das heißt, ihre Gaben sind jetzt nichts Besonderes, sie sind nicht sehr stark ausgeprägt, sie sind da, aber sie sind eigentlich unnütz und man braucht sie nicht wirklich. Und das kommt Amelia eigentlich nur recht, denn die Welt der Superia ist nicht für sie geschaffen, denn Superior sind, wie gesagt, Menschen mit besonderen Fähigkeiten. Sie leben quasi unter uns normalen Menschen und sie sind aber Menschen mit sehr, sehr viel Reichtum und sie beziehen natürlich auch bestimmte Positionen in der Gesellschaft und Superior bleiben aber immer unter sich. Und so kriegen halt die Superior mit den richtigen Gaben auch vorgeschrieben, wen sie zu heiraten haben und mit wem sie sich paaren sollen und all solche Sachen. Und das ist überhaupt nichts für Amelia. Deswegen ist sie froh, dass sie, was das betrifft, da minderwertige Gaben hat und sich keiner für sie interessiert. Und Amelia genießt auch ihr Leben. Sie ist so ein kleines Partygirl, wohnt mit ihrer Schwester zusammen in Boston und sie geht dort an die Universität und lebt so in den Tag hinein. Und ja, Amelia muss halt zu einer speziellen Untersuchung in so einem Medical Center von den Superiors, wo die Gaben nochmal getestet werden. Und ja, in diesem Center arbeitet ein junger Mann, und zwar Nathan. Und Nathan hat auch eine ganz, ganz spezielle Gabe. Er ist so quasi so ein Superanalyst. Er kann bestimmte Dinge verknüpfen und sich merken und keine Ahnung was. Und Nathan ist quasi der Arzt, der Amelia immer behandelt. Und zwischen den beiden existiert so eine ganz, ganz spezielle Spannung. Und ja, eines Tages ist es dann so, dass Amelia Nathan abends auf einer Party trifft. Und dann funkt das so richtig zwischen den beiden. Und da passiert auch etwas zwischen den beiden. Und kurze Zeit später erfährt Amelia aber, dass Nathan einer der Auserwählten für ihre Schwester ist. Und somit ist er für sie ab sofort tabu. Und ja, Amelia versucht sich nur von Nathan fernzuhalten und dann passiert noch etwas mit Amelia, was ihre ganze Welt quasi aus den Fugen bringt. Und ja, was das genau ist, das verrate ich euch an dieser Stelle nicht. Ja, das ist es eigentlich, worum es im ersten Teil von Amelia geht. Wie gesagt, ihre Welt gerät aus den Fugen durch bestimmte Ereignisse, die passieren. Ich möchte euch dann an dieser Stelle wirklich nicht zu viel verraten. Und Amelia muss dann gucken, wie sie mit dieser Gesamtsituation zurechtkommt. Und dann ist da natürlich auch noch Nathan, den sie eigentlich gerne näher kennenlernen möchte, der aber für sie eigentlich immer noch tabu ist, aber Nathan empfindet für sie halt das Gleiche und das ist halt auch alles nicht so einfach. Und was mit Amelia und Nathan passiert und was genau in ihrem Leben passiert, dass ihre Welt so aus den Fugen gerät, das ist im Endeffekt, worum es im ersten Teil von Superia geht. Ich muss sagen, dass ich Superia von seiner Welt her eigentlich ganz cool finde, denn es ist auch so ein bisschen dystopisch mit so wieder Urban Fantasy gemischt und ich mag diese Mischung eigentlich ganz gerne. Und ja, ich würde sagen, ich komme an dieser Stelle gleich als allererstes mal zum Setting, wenn wir einmal bei dystopischen Urban Fantasy sind. Und ich muss sagen, dass es mir vom Setting her gut gefallen hat. Wie gesagt, dieses Buch spielt in Amerika, in Boston, dann teilweise noch in New York. Und ich finde, die Autorin hat das gut rübergebracht. Sie hat die Orte gut vermittelt. Ich hatte keine Probleme, mir da irgendwas vorzustellen. Ich hatte keine Probleme mit den Szenenbeschreibungen. Das hat für mich alles super gepasst. Also, was das betrifft, kann ich mich nicht beschweren, denn wie gesagt, Superior ist halt so eine Mischung Dystopie mit Urban Fantasy. Und dann ist da auch noch so ein kleines bisschen New Adult drin. Also es gibt so ein bisschen Erotik auch in dieser Geschichte. Das ist aber nicht übermäßig viel. Und, ja, also was das Setting und die Szenenbeschreibung und das alles betrifft, hatte ich keine Probleme und hat mir gut gefallen. Kam ich super mit zurecht. Was die Handlung im ersten Teil betraf,
fand ich, hat sich das gut entwickelt. Wir haben immer wieder neue Sachen erfahren. Die Spannung war immer da. Man hat sich immer gefragt, okay, was passiert als nächstes? Also was den Verlauf der Geschichte im ersten Teil betrifft, kann ich mich nicht beschweren. Ich hatte nur am Ende, so auf den letzten 50 Seiten, so ein bisschen meine Probleme. Für mich war das Ende nicht so 100% stimmig, was einige Handlungsweisen auch der Charaktere betraf. Gerade was Nathan betraf, am Ende konnte ich ihn nicht verstehen. Das hat für mich null Sinn ergeben, diese eine Sache, die er da gemacht hat. Und das hat für mich so das Ende so ein bisschen unwirklich gemacht. Also das war für mich so ein bisschen unlogisch am Ende. Und ja, das fand ich ein bisschen schwierig. Aber ich dachte mir, okay, für den Verlauf der Geschichte musste das jetzt halt so sein, dass ich die Geschichte halt dann im zweiten Teil in die Richtung weiterentwickeln kann, wie das die Autorin möchte. Von daher habe ich gesagt, okay, für mich persönlich wäre es jetzt vom Ansatz her cooler gewesen, wenn er das anders gemacht hätte, aber es ist halt so und dann ist das auch okay. Das war jetzt nichts, wo ich sage, dass das Buch dadurch kaputt gemacht worden wäre oder nicht, aber für mich persönlich war es halt vom Ende her so ein bisschen unlogisch. Ansonsten, was die Charaktere betraf, lernen wir am ersten Teil unsere Protagonistin Amelia kennen. Wir lesen das Buch aber auch nicht nur aus Amelias Sicht, sondern wir haben hier wechselnde Sichtweisen. Was ich so ein bisschen schwierig fand, gerade im zweiten Teil war das so, dass wir Sichtweisen im Kapitel haben und das vom Buchsatz her teilweise nicht optimal gelöst wurde für mich. Denn wir haben einen Satz, dann steht kurz, was weiß ich, Nathan, Amelia oder sonst wer und dann geht es gleich weiter mit dem Sichtweise der Person. Und manchmal, wenn man so richtig im Lesefluss ist, überliest man einfach mal ganz kurz diesen Namen, der da steht und dann denkt man sich auf einmal so, hä? Das ergibt gerade keinen Sinn. Und dann bleibt man wieder zurück und denkt sich, ah, alles klar, ich lese jetzt wen anders. Und das fand ich so ein bisschen suboptimal gelöst. Da hätte ich es schöner gefunden, wenn da einfach nochmal Absätze drin gewesen wären, um das nochmal deutlicher zu machen, dass da jetzt eine andere Person ist. Aber na gut, es ist halt so. Das ist jetzt auch, wie gesagt, nichts Ultradramatisches, aber es hat mich so ein bisschen aus meinem Lesefluss gerissen. Ansonsten, was die Charaktere betraf, lerne ja, wie gesagt, Amelia kennen. Amelia ist so das typische Partygirl und sie ist so ein Mensch, der so gedankenlos auch durch die Welt geht. Sie macht sich über nichts einen Kopf groß. Und Amelia hat ja auch so eine Vergangenheit, über die sie nicht gerne redet. Und die versucht sie auch ein Stück weit zu verdrängen und zu vergessen. Und ich muss sagen, dass ich mit Amelia im ersten Teil soweit noch gut zurechtgekommen bin. Ich fand zwar ihre ganze lockere, flippige Art, das war jetzt nicht so 100% meins, aber ich bin damit soweit noch konform gegangen und bin damit auch noch zurechtgekommen. Und das war für mich im ersten Teil alles noch gut und fein. Was Nathan betraf, dachte ich zwischenzeitlich, was ist das denn für ein dummes Arschloch einfach. Mir war bewusst, dass die Autorin das bewusst so gemacht hat, dass er teilweise so rüberkommt, um einfach die Geschichte am Laufen zu halten, um das spannender zu machen. Aber Nathan wirkte für mich streckenweise einfach zu unsympathisch, dass ich mir einfach dachte so, boah Mädchen, was willst du mit dem Lackaffen? Lass es doch einfach gut sein. Und das fand ich so ein bisschen schade, dass ich da teilweise diese Gedanken hatte. Das hat sich dann bei Nathan im zweiten Teil definitiv gedreht. Also Nathan im zweiten Teil fand ich definitiv besser. Da hat er mir viel, viel besser gefallen. Da war er mir sehr, sehr sympathisch. Und das war definitiv besser wie im ersten Teil, was Nathan betraf. Was die anderen Charaktere betraf, wie Skye oder auch Catherine, die Schwester von Amelia. Ich fand, die haben ihre Rollen soweit ganz gut gespielt. Das ist gut gemacht worden. Aber ich hatte ein wirkliches Problem im ersten wie auch im zweiten Teil. Das gehört eigentlich eher zum Schreibstil wie zu den Charakteren. Aber ich bin mit den Charakteren eigentlich auch fertig, also kann ich auch gleich mal zum Schreibstil kommen. Denn es sind in diesem Buch englische Wörter dann wieder drin, die für mich einfach da nicht reinpassen. Die passen für mich nicht zu den Charakteren und die passen für mich nicht dazu. Und ich dachte mir einfach so, warum hat die Autorin das gemacht? Ich habe es nicht verstanden. Ich habe den Sinn dahinter leider nicht verstanden. Also wir lesen ganz normalen Satz. Ich weiß noch, im zweiten Teil war dann so eine Diskussion zwischen Skye und Amelia und Skye ist so ein Wissenschaftsmensch und so ein bisschen nerdiger Mensch und er ist so ein Mensch, der Emotionen quasi von anderen sehen kann, um euch das mal kurz zu erklären, und er ist dadurch eigentlich immer sehr distanziert und zurückgehalten und er hat dann mit Amelia, wie gesagt, eine Unterhaltung geführt und hat sich vor ihr gerechtfertigt, wieso, weshalb, warum er was getan hat, und dann am Ende sagt er einfach mal, don't judge, wo du dir denkst so, warum? Warum steht da jetzt, verurteile mich nicht in Englisch? Warum? Warum? Das hat für mich nicht da reingepasst. Das hat für mich nicht zu Skye gepasst vom Charakter her. Das hat für mich einfach keinen Sinn gemacht. Und das fand ich so ein bisschen schade. Das war, wie gesagt, im ersten wie auch im zweiten Teil. Im zweiten Teil hat es mich noch mehr gestört wie im ersten. Im ersten war das auch nicht so viel.
Da hat das auch meines Erachtens nach, weil ich mich recht erinnere, hauptsächlich Amelia getan und zu ihr passt das vom Charakter her schon irgendwie mit ihrer flippigen Art. Aber dann im zweiten Teil, das mit Sky, ich habe echt gedacht so, was soll das? Ich habe es nicht verstanden. Das war für mich nicht logisch leider und das hat für mich so ein bisschen immer so, ich hatte dann so ein bisschen beim Lesen immer das Bedürfnis, die Augen zu rollen, so, oh, nee, was soll das? Und ich habe es einfach nicht verstanden und liebe Annemarie, ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel, aber es ist halt einfach so, ich hab das nicht verstanden, ich habe die Logik dahinter nicht verstanden, warum dort diese englischen Wörter streckenweise am Ende immer standen. Das hat für mich einfach irgendwie nicht so da reingepasst. Es tut mir leid, das jetzt so sagen zu müssen, aber es ist nun mal meine Meinung. Was den Schreibstil von Annemarie betrifft, fand ich, es ist ein guter, flüssiger Schreibstil. Wie gesagt, dieses Buch hat auch so ein paar prickelnde Erotik-Szenen mit drin, die ich finde, die sie gut beschrieben hat und die jetzt auch nicht zu obszön geworden sind oder irgendwas. Und auch die ganzen anderen Sachen in der Geschichte, was die Beschreibungen betraf, das hat sie gut gemacht. Man konnte sich das gut vorstellen und ich finde, sie hat auch bei jedem Charakter so die Charakterzüge gut rausgearbeitet und gut definiert, dass man halt wirklich auch wusste, wie die Menschen so ticken. Ich finde, das hat Annemarie wirklich ganz, ganz toll gemacht. Ich finde, es ist halt ein schöner, lockerer Schreibstil. Man kann das Buch gut lesen. Wie gesagt, ich bin halt wirklich immer nur über diese englischen Begriffe gestolpert, was mich dann immer so ein bisschen aus meinem Lesefluss gerissen hat. Ansonsten kann ich mich, was den Schreibstil betrifft, absolut nicht beschweren. Hat mir gut gefallen und ich bin ansonsten auch gut durch die Bücher durchgekommen. Wie gesagt, was den ersten Teil betrifft, kann ich mich nicht beschweren. Da war nur das Ende für mich nicht 100% stimmig. Aber wie gesagt, das ist wieder so meine Sache gewesen. Das ist an Andere Leute sehen das jetzt wieder anders. Für andere Leute hätte das wahrscheinlich andersrum keinen Sinn gemacht. Aber ich glaube, das ist bei solchen Sachen immer so eine persönliche Einstellung. Und deswegen finde ich das auch okay, wie das am Ende abgehandelt wurde. Und ja, wie gesagt, für mich war das halt einfach nur so ein bisschen viel, was halt am Ende vom ersten Teil auf den ersten 50 Seiten alles so passiert ist. Aber ansonsten finde ich, dass es eine gute Einleitung in die Geschichte ist. Das ist ja, ich glaube, es wird eine Trilogie, Annemarie. Wird es eine Trilogie? Ich glaube, gell? Also ich schätze es jetzt einfach mal, weil es kommt definitiv noch ein dritter Teil. Ob jetzt ein vierter Teil noch kommt, das weiß ich nicht. Aber ich gehe jetzt einfach mal von aus, es wird eine Trilogie. Und ich finde, als Einleitung in diese Reihe hat Annemarie den ersten Teil super gestaltet. Es bleibt auf jeden Fall am Ende spannend. Man möchte wissen, wie es weitergeht, was mit den Charakteren passiert. Und ich finde, sie hat eine schöne Welt geschaffen. Und ja, mehr kann ich zu dem ersten Teil eigentlich auch nicht sagen. Kommen wir jetzt als nächstes nochmal zum zweiten Teil. Wie gesagt, zum Inhalt kann ich euch nicht wirklich was sagen. Es geht immer noch um Amelia, die mit den Konsequenzen dessen leben muss, was im ersten Teil passiert ist. Ich kann euch ja soweit verraten, dass ihre Gaben stärker geworden sind und sie daraufhin interessanter geworden ist für die Superior Human Society, also die SHS, wie sie in diesem Buch auch heißt. Und Amelia muss dann fliehen und versucht sich vor denen zu verstecken. Und das ist so der Ausgangspunkt im ersten Teil, dass Amelia auf der Flucht ist und versucht immer noch mit ihren Gefühlen für Nathan zurechtzukommen und versucht das zu verarbeiten, was sie im ersten Teil alles erlebt hat. Und ich muss sagen, ich fand den Ausgangspunkt im zweiten Buch wirklich gut. Ich fand auch, die Geschichte hat sich in der ersten Hälfte vom Buch super entwickelt und ich war echt gespannt, worauf das Ganze hinausläuft. Und ja, tja, wie soll ich das jetzt sagen, und dass das doof rüberkommt, aber ich fand, das Buch hat sich dann so ab der zweiten Hälfte, vielleicht auch ein bisschen später, für mich in eine Richtung entwickelt, womit ich nicht mehr so richtig zurechtgekommen bin. Ich fand, das war zum Ende hin im zweiten Teil einfach nur noch dummes Rumgezicke gegenseitig. Da haben sich die Charaktere gegenseitig nur Vorwürfe gemacht und der eine kam mit dem anderen nicht mehr klar und der hatte mit dem dann ein Problem. Und das war dann für mich wirklich zum Ende hin nur noch große Konfliktbewältigung. Und das eigentliche Ziel, was verfolgt werden sollte, ist für mich dabei so dezent untergegangen. Und auch dieser Plan, der im zweiten Teil geschmiedet wurde, der verlor sich dann für mich irgendwann einfach so aus den Augen. Und dann wurde am Ende alles über den Haufen geworfen und dann wurde doch alles ganz anders gemacht und dann doch wieder nicht. Und dann dachte ich so, ja, wo ich das Ende gelesen habe, dachte ich mir nur so, ja, ich weiß jetzt gerade nicht, was ich aus diesem zweiten Teil für mich mitnehmen soll. Also für mich, wie gesagt, war der zweite Teil super am Anfang. Die Geschichte hat sich für mich super entwickelt. Ich war echt gespannt, was da alles noch passiert, aber es hat sich für mich in der zweiten Hälfte einfach in eine Richtung entwickelt, die mir persönlich nicht mehr so gefallen hat. Ich kam auch mit Amelia nicht mehr zurecht dann am Ende. Ich fand, sie war am Ende einfach nur noch so eine dumme kleine Zicke, die nichts gerafft hat, die für nichts Verständnis hatte, außer für sich selbst und die einfach nur egoistisch war, ohne Ende, die immer nur ich und dann immer mi, 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 mi. Es ging mir echt im zweiten Teil dann
muss ich sagen, schwer auf den Sack. Und ich kam mit Amelia einfach nicht mehr klar. Das fand ich sehr, sehr schade, denn ich hatte echt gedacht, wie gesagt, die erste Hälfte vom zweiten Teil war super, kann ich mich nicht beschweren. Da kam ich auch mit Amelia zurecht und da war das alles auch noch mit diesen gegenseitigen Vorwürfen, Gemache und Diskutiererei und Rumgezicke und Angekeife. Da war das alles auch noch nicht so schlimm und ja, also für mich hat sich das Buch leider am Ende im zweiten Teil in eine Richtung entwickelt, die mir nicht mehr gefallen hat. Und wo ich dann das Ende gelesen habe, dachte ich nur so, okay, das ist okay vom Ende her, auf jeden Fall für die Fortsetzung. Es ist ein guter Ansatz. Ja, und wie gesagt, was das Ende vom zweiten Teil betraf, fand ich es okay. Es ist ein gutes Ende für den dritten Teil, um da wieder einen guten Einstieg zu finden. Also ich kam mit Amelia am Ende einfach nicht mehr zurecht und das hat mir auch so wirklich ein Stück weit das ganze Buch kaputt gemacht. Wie gesagt, das hat mir nicht mehr gefallen. Und ansonsten, was die Nebencharaktere betraf, wie gesagt, Nathan war super. Den fand ich klasse, der hat das super gemacht, der hat Amelia immer versucht zu unterstützen, egal was war, der hat versucht ihr zu helfen und für sie da zu sein. Und was die anderen Nebencharaktere betraf, wie Sky und Pandora und keine Ahnung, die anderen, die da noch drin vorkamen, die waren für mich auch alle gut. Also da habe ich auch wirklich nichts zu meckern, ich habe das alles bei denen nachvollziehen können, aber da Amelia die Protagonistin in dieser Geschichte ist und ich mit ihr wirklich so starke Probleme hatte, hat das für mich so ein bisschen die Geschichte auch halt, ne, kaputt gemacht. Kann ich jetzt nicht anders sagen. Wie gesagt, und für mich hat das mit dem Ende vom dritten Teil dieses ganze Handlung vom zweiten Teil nicht mehr 100% Sinn gemacht. Und das fand ich ein bisschen schade, aber es ist halt nun mal so und das ist meine Meinung. Und es tut mir sehr, sehr leid, dass ich das jetzt so sagen muss, aber für mich war der zweite Teil zum Ende hin einfach nichts mehr. Und ja, was das Setting betrifft, ist wie im ersten Teil alles gut gewesen und man konnte sich das alles gut vorstellen, man konnte sich die Orte gut vorstellen, man konnte sich das Drum und Dran in den Szenen gut vorstellen, hatte ich auch keine Probleme mit und auch was den Schreibstil betrifft von Annemarie, bin ich damit gut zurechtgekommen, es hat sich gut wieder lesen lassen, man kommt schnell durch die Geschichte durch, man stolpert eigentlich nicht in diesem Buch, außer wie gesagt bei diesen englischen Wörtern, da bin ich auch wieder total ins Hadern gekommen, weil ich für mich einfach bei manchen Leuten dort nicht hingepasst haben. Wenn das von Amelia kam, war das okay. Aber wenn dann irgendein anderer das gesagt hat, dann hat mich das einfach genervt. Und dann habe ich gedacht, das passt nicht zu diesem Charakter. Punkt. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber es ist nun mal meine ehrliche Meinung. Und ja, also im Großen und Ganzen kann ich nur sagen, dass Superia eine Jugendbuchreihe ist, die ich persönlich schon eher den jüngeren Leuten wirklich empfehlen würde, auch wenn dort erotische Szenen drin vorkommen. Ich meine, jedes 14-jährige Mädchen heutzutage liest Shades of Grey. Darüber haben wir nun auch in den Kommentaren schon 100-mal diskutiert, dass die Jugend von heute nicht mehr so ist wie die Jugend von vor 10 Jahren. Und von daher würde ich schon sagen, dass ich das Buch eher Jüngeren empfehlen würde. Weil ich halt einfach denke, dass jüngere Leute mit Amelia ihrer Flippigkeit und mit ihrer Naivität streckenweise auch und diesen kindlichen Verhalten, was sie auch teilweise an den Tag legt manchmal, einfach besser zurechtkommen wie jetzt so, wie ich mit meinen 32 Jahren. Und ja, also wie gesagt, es ist eine schöne Geschichte vom Ansatz her, eine auch wirklich sehr interessante Geschichte vom Ansatz her und ich finde, Annemarie hat sich in diesen Büchern auch wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben und hat da sehr viel Liebe reingesteckt und hier sind auch immer noch so Zeichnungen drinne und so Erklärungen zum Großen und Ganzen, wie das Ganze halt so abrunden und ich finde, das hat sie wirklich sehr, sehr toll gemacht und man merkt halt wirklich, dass sehr, sehr viel Liebe und Arbeit in diesen Büchern steckt, aber ihr wollt meine ehrliche Meinung und ich möchte auch ehrlich sein der Autorin gegenüber, deswegen kann ich nur sagen, dass mir der zweite Teil zum Ende hin einfach nicht mehr so gut gefallen hat und wie gesagt, ich würde diese Bücher persönlich definitiv jüngeren Lesern empfehlen, vielleicht so ab 14. Ich denke, die können damit auf jeden Fall sehr, sehr viel anfangen. Das ist, wie gesagt, von der Grundidee her eine coole Geschichte und ja, mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht. Das war meine Buchvorstellung zum ersten und zweiten Teil von Superia. Wie immer gilt, wenn ihr die Bücher kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.